Tja. So, wo geht's denn hier lang? Ich will endlich hier raus. Ich will zu Metropolis. Oder zu, keine Ahnung, zu Gotham? Was machst du hier drin? Die Hauptwache Arkham des Schiffs City? ist direkt voraus. Oder Zerstöre Metropolis? sie, dann bricht Gotham das oder äußere Metropolis? Eins von beiden. Verteidigungsnetz des Schiffs zusammen. Aber, ah, Dann ich kann glaube, Elite reinkommen und dich rausholen. da stand ja irgendwas von der, wie heißt's? Dein, wie heißt's? Von dem du dich dann inspirieren lässt. Superman, Batman oder Catwoman, kannst du ja entscheiden. Und ich glaube, das bestimmt dann auch, in welcher Stadt du dann später, ja, wie soll ich sagen, deine Mission, also dein Unwesen treiben Was machst wirst. du hier Und drin? da ich Superman genommen habe, höchstwahrscheinlich Metropolis, weil wenn ich Batman genommen hätte, dann wäre es ja Gotham. Und bei nicht Catwoman. Wer war denn die dritte? Irgendeine Frau, aber ich weiß gerade gar nicht mehr, wer das war. Aber ich glaube, bei der war es dann auch Metropolis. Habe ich Catwoman gesagt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das habe ich nicht gemeint. Das habe ich nicht so gemeint. Angriff! Alles wegen dir! Wegen dir! Diese ganze Versprecher! What the heck? Oh, der Fette ist wieder da! Angriff! Den zerstöre ich als erstes. Renick auf sie her! Niemand sieht mich auf oder unterjocht mich. Nein! Ich habe keinen blauen Mama oder jemanden so. Oh, weg, 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 weg! Okay. Bam! Tot. Der nächste bitte. Zack, zack. Brainiac Wächter. Ich möchte endlich diesen Nach dem Tutorial Häftling fertig nicht in den haben. Ich möchte mein Hauptwaffenkontrollraum. Unwesen draußen Schäden an bleiben. den Energiekopplungen werden das Schiff destabilisieren. Sei nicht Alter, der kann auch mal. törichtig. Du kannst die Umwandlung nicht stoppen. Das wirst du schon sehen, mein Freund. Und wie ich die Umwandlung stoppen werde. Befindest dich im Verbindungsstift. Zerstöre alles, was die Waffe mit dem Schiff verbindet. Ich werde nicht nur die Umwandlung stoppen, ich werde dir auch noch gewaltig in den Arsch treten. Den da oben. Wie auch immer ich den befreien. Zack, zack, zack. Zerstört. Achso, ich muss die Dinger da zerstören. Oh, was hab ich gerade? Unabsichtlich zerstört das eine. Und Feuer! 50%. Häftling Bam. aufhalten. Bam. Zerstörer. Oh, ah, ich glaube, ich zerstöre mal lieber die Dinger hier. Bam, bam. Es Boah, ist der nur macht noch so eine wenig Truppe Schaden. übrig. Enttäusche Brainiac nicht. Ah, mach doch mal mehr Schaden. Yes. Oh, alle sind getötet. Was ist Ja, das? die Kanone Ich habe trägt. die Sie Umwandlung kracht in Brainiacs Flasche ja, da unten. zerstört. Achso, nein. Die Kanone. Ich habe die Kanone zerstört. Für was auch immer die Kanone Du gut wirst war. dich unterwerfen. Niemals! Oh, what the fuck? Bam! Du wirst schon sehen, mein Freund. Du wirst sehen, wer wen zerstört. Der macht einfach mal ultimativ Schaden. Zerstör ihn! Schutz! Yes! Bam! Zack, so ging das. Bam, bam. Brainiac Wächter, du lebst nicht mehr lange. Deine Zeit ist hiermit gekommen. Ich werde dein Untergang sein. Feuer in Nein, your face! dieser ist gescheitert. Du bist gescheitert. Herunterfahren! Superman, mach dich bereit. Wuhu! Ich bringe dich rein. Yay! Superman! Törichter Mensch, du hast dein eigenes Schicksal besiegelt. Du wirst mit dem Schiff untergehen. Werde ich ganz sicher nicht. Falsch gedacht, Brainiac. Du kannst uns nicht beide besiegen. Wir gehen nicht, bis wir dieses Schiff ausgeschaltet haben. Für immer. Gute Sprüche, Superman. Das muss man dir lassen. Oh mein Gott, wie der einfach mal fliegt. Warte, ich habe doch irgendwelche Sachen bekommen hier. Genau. Zack. 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 Nein, wieso habe ich jetzt ein Cape? Das passt doch gar nicht. Wow, wir werden ja angegriffen. Attack. Wow, das macht der. Alter, das macht der fast einen One-Shot. One-Kill. Zack. An sowas kann ich mich gewöhnen. Zack. Ihr werdet alle untergehen mit dem Schiff.
Aber nicht ich. Und auch nicht Batman. Superman. Mensch, diese Versprecher heute. Die haben mich echt im Griff, die Versprecher heute. Attacke! Oh mein Gott, ich glaube, die Maus Pickel sind sogar lauter als ich. Aber ich muss hier richtig draufhämmern. Auf die Maus. Brainiac Wächter. Schon wieder? Brainiac Wächter? Oh Mann, die Brainiac Wächter. Die Unterjocher. Zack. Boah, das sind ziemlich viele. Mein Feuer in dein Gesicht. Ah, der hört sich gut an. Der Spruch ist gut. Mein Feuer in dein Gesicht. So, wir haben irgendwelche Punkte bekommen. Oder irgendwas haben wir doch bekommen. Ach so, das da. Alles klar. Zack. So, ansonsten. Gute Arbeit. Brainiac hat nicht damit gerechnet, dass du dich befreist und sein Schiff ausschaltest. Benutze jetzt den Teleporter und kehre in die Stadt zurück. Es gibt Arbeit für dich. Juhu! Ja. Wir haben die Tutorial-Welt bestanden. Oder fertig gemacht. Beendet. Wie auch immer. Juhu! Okay. Bye-bye. Ein Fell. Juhu! Brainiac. It's movie time. Ein Albtraum aus meiner Vergangenheit. Hier, um die Erde zu plündern. Trotz unseres gemeinsamen Widerstands. Boah, was ist jetzt los? Doch nun haben wir eine Chance. Neue Helden mit Kräften, die aus einer verlorenen Zukunft gerettet wurden. Helden, die allen Bedrohungen standhalten können. Ich kenne den Lex Luthor von heute. Nicht mal die Warnungen seines eigenen Zukunfts-Ichs können seinen verrückten Rachewahn stoppen. Ist das normal, dass er immer so schnell spricht? Ich bin Superman. Ich stehe für Wahrheit, für Gerechtigkeit und für die Zukunft. Also ist das normal, dass er immer so, so komisch schnell spricht? Ich verstehe das nicht. Die große böse Welt da draußen. Halte E. In den Hauptquartieren sind gegen Bargeld viele Ziele erhältlich. Sieh dir die Auswahl an und aktualisiere dein Aussehen. An viele Ziele sind Heldentaten geknüpft. Aha, okay. Police Department from Metropolis. Von diesem Schiff. Ich bin Oracle. Du wurdest gerade ins dritte Bezirksrevier des MPD teleportiert. In einen Unterschlupf der Justice League, über die wir in ganz Gotham und Metropolis verfügen. Soll ich dich rumführen? In den Unterschlupfen findest du Kontaktpersonen für Missionen, die Postfächer, Händler und den Teleporter zum Wachturm der Justice League. Ist das hier ein Online-Spielerin? Ist es eine Frau? Ich kann es gerade nicht erkennen. Ja, okay, ganz sicher eine Frau. Eine Online-Spielerin. Wuhu! Ich bin nicht alleine. Alter. Bei den Händlern kannst du beschädigte Ausrüstung reparieren lassen und Gegenstände verkaufen, die du nicht mehr brauchst. Manche Händler verkaufen einzigartige Dinge. Sobald du genug Ansehen gewonnen hast, kannst du diese ebenfalls kaufen. So, da kamen ja irgendwelche Sachen, wo man gegen Geld verkaufen soll. Das da. Verkaufen. So, mal gucken, was wir so alles haben. Fähigkeiten haben wir nicht. Alles verkauft. Okay. Auf der Mindmap ist, auf der Minimap ist da jetzt irgendwas orange hier. Willkommen in der Poststelle. Hier befinden sich die Postfächer, der Teleporter zum Wachturm, deine PvP und Alarmhologramme. Sieh mal in deiner Post nach. Ich habe dir etwas geschickt. Sprich anschließend mit Protostar S.L. Blakely. Er hat eine Nachricht für dich von Superman. Ich hab Fanpost! Juhu! Endlich! Eine Kleinigkeit. Beschütze die Welt. Nicht jeder kommt lebendig aus diesem Schiff heraus. Und wir wissen immer noch nicht genau, was mit denen passiert, die es nicht schaffen. Wo war ich jetzt? Hier. Hier ist ein kleines Andenken von mir als Anerkennung für deine Flucht. Und um dich daran zu erinnern, deine Post regelmäßig zu überprüfen. Wir können immer einen Held mit deiner Feuerkraft gebrauchen.
Cool, ich habe da irgendwas bekommen, eine Maske oder so. Ja, sieht aus wie eine Maske. Dann klicken wir auf Annehmen, sagen Dankeschön und löschen diese Nachricht. Dankeschön, Oracle. Jo, 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 jo. Die Tutorial-Welt ist somit geschafft und wir sind hier in Metropolis oder eher gesagt im Police Department von Metropolis und okay, ist das eine Mission? Gorilla Grodd Ja. greift die Queensland-Promenade an. Seine Armee verwandelt Menschen in Affen, indem sie eine Technologie verwenden, die selbst den Starlabs bisher nicht vertraut ist. Wir müssen uns auf den Weg machen und sie stoppen, bevor sie Metropolis erobern. Drücke J, um auf dein Tagebuch zuzugreifen. Klicke J. Hier ist Superman. Ich habe gesehen, wie du mit Brainiac fertig geworden bist. Wir bräuchten deine Unterstützung mit einem Problem in Metropolis. Wir benötigen jede Hilfe, um gegen Brainiacs Angriffe anzukämpfen. Gorilla Grodds Armee greift Menschen an und verwandelt sie in Affen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie Metropolis übernehmen. Alles klar, diesen Gorilla Grodd. Ich glaube, so heißt er. Ich habe es nicht ganz verstanden. Mit dem werden wir ein Hühnchen rupfen. Sage ich mal so. Vollständig. Patz. Yeah. Okay. Gut, dann klicken wir mal. Oh, was haben wir doch gerade wieder bekommen? Aber ich weiß nicht. Aha. Ach, stimmt ja. Das habe ich noch vergessen. Sieht man das nicht unbedingt? Hat nicht wirklich was gebracht. Nee. Ich wollte eigentlich noch wissen, wie man diesen Cape da wegmacht, weil der stört mich irgendwie, wenn ich das sprinte. Geht einfach mal 90 Grad in die Luft. Ah! Was ist jetzt los? Okay. Wie geht denn das weg? Das nervt mich. Nein, nein, nein. Oh. Okay, nein. Oh, nein. OP. Nein, nö, 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 nö. Oh, was ist das? Ach so, ah ja, F, stimmt ja. Nee, stimmt auch nicht. Im Dienst? Nein. Ma, wie ging das denn? Irgendwo hier muss es doch gehen. Bargeld, Treukonto. Ach, hier gibt es Erscheinung. Ach so, okay, ich glaube, ich hab's. Da können wir gleich mal alles aussuchen. Pompös. Helm halb anliegend. Gesicht voller Domino. Leuchtaugen. Dann Accessoire. Nichts. Schultern. Nichts. Emblem. Blitze. Hände. Vierte Welt gepflegt. Klassisch. Taille. Nichts. Füße, hochklassisch. Hemd, anliegend. Hose, Unterwäsche? Alter, hat der krasse Beinmuskel. Okay. Dann nehmen wir mal anliegend, natürlich. Rücken. Yay, kein Cape mehr. Haut, jugendlich. Primärwaffe, bloße Hände. Was das? Okay. Dann sperren. Jetzt haben wir alle gesperrt. Das heißt, so wie ich jetzt mal aus dieser Sache ziehe, dass die nicht mehr geändert werden, wenn wir neue Sachen anziehen. Sperren. Alles klar, dann speichern wir das Ganze. Zack. Und yeah! Doch nicht alles umsonst. Ich wusste, man kann hier irgendwie sein Äußeres, ja, ändern. Naja, dann also. Ich glaube, diese Folge beende ich dann mal für heute. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht. Wir haben sehr viel heute erreicht. Wir haben die Tutorial-Welt beendet. Wir haben ein paar Missionen gestartet. Wir haben unser Äußeres geändert. Und ja, wir haben Fanpost erhalten. Der rote Krieger verabschiedet sich und ich, der Dash, verabschiede mich auch. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und ja, passt auf euch auf.
Haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Dash. Bye.